Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Project Zero 4. Ja, beim letzten Mal haben wir das zweite Kapitel abgeschlossen und sind nun hier mit dem männlichen spielbaren Charakter Shoshiro unterwegs. In diesem Haibara Klinik oder was haben wir, was war das hier? Suche nach Spuren des Assistenten. Ja, okay. Der war, glaube ich, hier hinten entlang. Wir haben ja jetzt einen Schlüssel bekommen beim letzten Mal. Womit wir jetzt, glaube ich, hier lang können. Die Dinger hier sehen teilweise immer noch sehr verstörend aus, die Bilder hier. Aber okay. Lackerndes Licht. Er hat jetzt auch eine ganz neue Kampfmethode. Er hat nämlich nur diese Taschenlampe, mit der er den Gegnern Schaden zufügen kann. Und eben auch diese Wandergeister fotografieren kann. Also fotografieren in Anführungszeichen. Mit einem, ja, mit einer Taschenlampe ein Foto machen ist eigentlich, okay, etwas schwieriger. Nein. Da liegt doch was. Heb das doch mal auf. Meine Güte, da war zu viel an einem Fleck. Aber hier scheint immer noch irgendwo was zu sein. Im Waschbecken hat sich Wasser angesammelt. Auf der Wasseroberfläche treibt ein dünner roter Ölfilm. Okay, eine Zeitung. Schon wieder so viel Text. 6 Monate nach dem Massenverschwinden auf der Insel Rogetsu liegt die Untersuchung auf Eis. Der Fall ist beinahe schon vergessen, da wir haben in eigenen Nachforschungen die düstere Geschichte der Insel aufgedeckt, die der alles entscheidende Schlüssel sein könnte. Rätselhafte Krankheit MLS. Zunächst wurden wir auf diese seltsame Krankheit aufmerksam, die nur auf dieser Inselgruppe anzutreffen ist. Spezialisten zufolge handelt es sich dabei um eine Form von Amnesie, begleitet von Schlafwandeln, fast als ob die Patienten besessen wären. Wiederkehr der Katastrophe. Folkloristen, die die Geschichte der Insel studiert haben, berichteten uns, dass diese Krankheit dort wie eine Seuche gefürchtet wurde. Legenden besagen außerdem, dass einmal fast die Hälfte aller Inselbewohner gleichzeitig verschwunden sein soll. Massenhaftes MLS? Was wäre die Folge eines etwaigen massenhaften Ausbruchs der Krankheit gewesen? Die Insel ist vom weiten Meer umgeben. Es fällt nicht schwer, sich auszumalen, was geistig umnachtet umherirrenden Leuten, wo dort widerfahren würde. Hat Tourismus die Insel verflucht? Auf der Insel findet das Rogetsu Kagura eine Zeremonie für vermisste Seelen. Zur Zeit des Vorfalls regte sich Widerstand, das Fest für Touristen zugänglich zu machen. War der Wunsch, aus der Zeremonie eine Attraktion zu machen, Ursache des Ereignisses? Tod der letzten Zeugin, die letzte Überlebende der Katastrophe, ein junges Mädchen starb vor wenigen Tagen im Krankenhaus. Was mag dieses Mädchen, das am Krankenbett Mama flüsterte, gesehen haben? Die Antwort kennt nur die Insel Rogetsu, der sich nun niemand auch nur nähern wagt. Kann man irgendwie nachvollziehen? Nur unsere Charaktere hier, die wir spielen, sind so blöd und gehen hier hin. Verdammt. Da war ich so langsam. Auf dem Tisch liegen Medikamente und Utensilien.
Ja gut, hier wurde wahrscheinlich dann die Operation abgehalten. Nee. Die Steuerung ist nicht immer so angenehm, muss ich sagen. Ein großer Gegenstand, der in Tücher gehüllt ist. Ah, okay. Ist der offen? Natürlich nicht. Kann die auch nicht anvisieren hier, ne? Okay, da haben wir sie wohl besiegt. An der Stelle, wo sich der Geist befand, liegt etwas. Ich habe dem Doktor gesagt, dass ich das nicht will. Es tut weh, aber morgen operieren sie mich wieder. Die Operation ist schuld, dass es mir so schlecht geht. Sie operieren mich wieder. Morgen operieren sie mich wieder. Ich will das nicht. Es tut weh. Ich will nicht, dass sie mich operieren. Es tut so weh. So weh. Die Operation tut weh. So weh. Es tut so weh. Es tut so weh. Tut so weh. Tut so weh. Bleh. Okay. Tot. Hier unten was? Da liegt etwas. Wenn der Junge sich hier mal richtig... Da liegt eine Puppe und... Nee, falsches Menü. Hier ist nämlich eine Puppe drauf. Bei mir kann ich nicht damit interagieren. Menno. Und noch mehr Text. Hisuki Asagi, weiblich 6 Jahre, Todeszeit 0:32. Umstände des Todes nach dem zweiten chirurgischen Eingriff, rapide Verschlechterung der Symptome. Konnte mit Medikamenten fürs erste ruhig gestellt werden, verfiel in der Nacht aber plötzlich in heftige Verwirrung. Der behandelnde Arzt setzte sofort Notbehandlungsmaßnahmen ein, aber ohne Erfolg. Die Patientin verstarb kurz darauf. Todesursache unbekannt, wahrscheinlich tot durch Erschöpfung verursacht von rapider Verschlechterung des MLS. Ja, es dient hier gewiss alles der Heilung der Leute. Ihr seid bestimmt auch nur darauf aus, den Leuten zu helfen, ne? Das glaube ich euch sofort. Erstens mal die Charaktere nur so schwammig steuern kann. Das ist schon ein bisschen nervig. Assistent vor dem Schreibtisch. Auf dem Medizinkasten steht ein Modell eines menschlichen Kopfes. In der Klinik müssen wohl Hirnoperationen durchgeführt worden sein. Ja, sowas ist immer... Noch mehr Text. Hier hängt ein Flugblatt.
Alle 10 Jahre findet im September den Monat des Erntemondes auf der Insel Rogetsu eine Zeremonie statt, die Rogetsu Kagura genannt wird. Ihr Ursprung ist nicht genau bekannt, aber sie ist eine unter den Bewohnern der Insel überlieferte Feier. Sie ist ein Ausdruck des Dialoges zwischen Toten und Lebenden und dient den Verstorbenen zu gedenken. Eine Priesterin, die Gefäß genannt wird, trägt eine Maske und tanzt zur Musik, die von 5 Mädchen, die Instrumente genannt werden, gespielt wird. Das magische Kagura und der Tanz setzen sich die Nacht hindurch fort. Auch die Zuschauer tragen alle Masken und halten Kerzen in ihren Händen, wenn sie das Kagura verfolgen. Lange Zeit wurde das Kagura in Geheimen veranstaltet, bis es vor 30 Jahren für Touristen zugänglich gemacht wurde. Für die Inselbewohner ist dieses nur alle 10 Jahre stattfindende Kagura das wichtigste Fest und selbst jene, die die Insel verlassen haben, kehren zu diesem Anlass auf diese Insel zurück. Wollen die etwa hier versuchen, dieses Fest wieder zu machen? Wer weiß? Oh, noch mehr Text. In der Heiberg-Klinik habe ich Fälle vom Mundi-Syndrom aus erster Hand beobachten können. Als ich das erste Mal einen MLS-Patienten sah, konnte ich meine Eindrücke gar nicht in Worte fassen. Das Mundi-Syndrom weist Symptome von Gedächtnisfragmentierung auf, begleitet von einem Verfall der Wahrnehmung des Selbst, was zur Zerstörung der Persönlichkeit führt. Dies gipfelt in einem vollständigen Gedächtnisverlust, Teilnahmelosigkeit gegenüber der Außenwelt und schließlich dem Tod. Die meisten Patienten wählen den Freitod, noch bevor die Krankheit so weit fortschreitet. Zusehen zu müssen, wie ein Patient nach dem anderen von der Krankheit aufgetrieben wird, ist so entsetzlich, es treibt mir immer wieder kalte Schauer über den Rücken. Dr. Haibara selbst fasst das MLS als eine besondere Form von lokaler endemischer Krankheit auf, aber konnte weder die wahre Natur der Krankheit begreifen, noch eine verlässliche Behandlungsmethode oder gar Heilung entwickeln. Er bekämpft diese Krankheit mit einer Vielzahl von Behandlungsmethoden, hauptsächlich Medikation, aber auch chirurgischen Eingriffen und Volksmedizin. Ich hoffe, dass ich morgen mehr über diese verschiedenen Arten der Behandlung erfahren kann. Ein Schlüssel. Okay, das ist auf der anderen Seite. What happened? Bin ich nicht noch mehr Text? Okay. Das kaputte Regal voller Medizinfläschchen und Behälter. Hier geht es wahrscheinlich nicht durch. Nee. Geht es nicht. Okay. Dann gehen wir halt mal in den Raum zurück, wo wir herkamen. Kann ich jetzt das Püppchen da unten? Ist er überhaupt noch da? Oder gucke ich gerade falsch? Nee, da liegt's doch. Warum liegt da ein Püppchen? Und wieso kann ich nichts damit machen? Kannst du nicht fotografieren? Kann gar nichts machen. Mann. Warum wird es mir denn angezeigt?
Na, wo bist du? Versteck dich nicht. Also irgendwas vor. Hat irgendein Angriff vor. Die Geräusche, die hier immer beim... Meine Güte. Die Geräusche hier sind echt creepy. Okay, wir haben ihn. Ich arbeite in der Haibara-Klinik und möchte zu dem kürzlichen Verschwinden der fünf Mädchen aussagen. Ich habe ihr Stimmen aus dem Brunnen auf dem Grundstück der Klinik gehört. Zuerst dachte ich, ich hätte mich verhört, aber dann wurden ihr Stimmen immer deutlicher. Es klang weder nach Weinen noch nach Stöhnen, es war eher ausdrucklos. Das sind sie, die verschwundenen Mädchen, ich ertrage das nicht mehr. Wenn sie nicht auf der Stelle handeln, wird es zu spät sein. Wenn wir untätig Zeit verstreichen lassen, sind die Mädchen großer Gefahr ausgesetzt. Ich bitte Sie, leiten Sie so schnell wie möglich eine Durchsuchung der Haibara-Klinik ein. Aha. So. Gehen wir mal zurück in die Haupthalle. Oh nö. Wo kommt ihr schon wieder alle her? So, zwei auf einmal. So, ich glaube, die haben wir. Nein. Lauf, Digga, lauf. Mann. Kann er mal besiegt sein? Mich in Ruhe lassen. Oh, warum flippt das gerade so aus? Ja, wo ist sie denn? Ich glaube da an der Wand. Ey, ich muss das Kampfsystem hier nochmal komplett lernen. Okay, ich glaube, sie haben wir. Meine Güte.
Weiß ich nicht, werden wir beim nächsten Mal erfahren, denn ich denke mal, wir machen hier jetzt einfach mal einen kleinen Break, auch wenn der Part nicht so lang ist. Warum rappelt hier das Telefon schon wieder? Oh nö! Ey, warum? Muss das jetzt sein? Wo kommt ihr schon noch her? Wow, die ging schnell down. Die ging sehr schnell down. Kannst du auch so schnell down gehen, bitte, mein Freund? Irgendwas in der Hand. Down! Mein Gott! Was hält denn der so viel aus? Dankeschön! Meine Güte! So! Wie gesagt, machen wir jetzt hier einen Cut. Das war's mit Project Zero für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat, was nicht. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet, wenn wir versuchen, diesen Aufzug zu benutzen, anscheinend. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.